Seid gegrüßt und willkommen in Bayern. Ich bin mal wieder hier unten, allerdings nicht allzu weit. Also ich habe jetzt gerade in Georgensgmünd abgeladen und fahre jetzt wieder Richtung Norden nach Erlangen und bekomme dann dort meine Anschlusstour. Ja, lief dann doch ganz gut. Also ich war jetzt besser in der Zeit als gedacht und befürchtet. Aber dazu komme ich gleich. Ja, Anfang der Woche hatte ich dann zuerst ein paar Kunden in Schwerin und habe mich dann bis Ratzeburg vorgearbeitet. In Ratzeburg hatte ich wieder die gleiche Baustelle, wie ich sie auch im letzten Video schon mal angefahren bin. Nur, dass ich diesmal keinen Stapler dabei hatte und auch deutlich weniger Ware gebracht habe. Bloß 5 Türen. Das Gute war, dass ich die Anfahrt ja schon kannte. Ich habe es wieder genauso gemacht, bin rückwärts die Straße hinter, wollte mich eigentlich auf den Parkplatz stellen, aber der war belegt. Und dann bin ich halt in die Einfahrt der Baustelle reingefahren, habe hinten die Türen aufgemacht vom Auflieger und habe dann dort den Kunden die Türplatte runtergegeben und die haben sie dann in die Baustelle reingetragen. So, und dann bin ich noch bis nach Lübeck gefahren und habe dann dort Pause gemacht, weil mehr war sowieso nicht drin. Ich war die Nacht ja schon um 2 losgefahren und rauf von der Fahrzeit her wäre nicht mehr viel möglich gewesen. Und so habe ich dann ab etwa 14 Uhr bis zum nächsten Morgen 7.30 Uhr Pause gemacht. Eher musste ich auch nicht aufstehen, weil vor 8 muss man den nächsten Kunden in Lübeck ohnehin nicht anfahren. Und dann hatte ich es eigentlich mir so gedacht, naja, für die beiden Kunden, die nicht weit voneinander entfernt sind, der eine ist etwas weiter außerhalb, der andere in Zentrumsnähe, aber mehr als 5 Minuten liegen die eben nicht auseinander. Wenn ich da so eine halbe, dreiviertel Stunde brauche, weil viel Ware bekommen die ja nicht, dann sollte das hinhauen. Ja, beim ersten Kunden lief es noch gut, beim zweiten, da durfte ich dann gleich mal geschlagene 2 Stunden warten. Da habe ich so einige kommen und gehen sehen, bevor ich dann selber dran war und bei mir hat es dann gute 10 Minuten gedauert. Dann war ich schon fertig. Also das war schon recht lächerlich, aber naja, was willst du machen? So ist eben manchmal. Man kann es nicht ändern. Und diese 2 Stunden haben wir dann gestern und eigentlich auch heute gefehlt. Also das hat sich ein bisschen durchgezogen. Die restlichen Kunden liefen gestern dann ganz normal, alles in Ordnung. Also das waren dann noch 4 in Eutin, 2 in Neustadt und dann der berühmt-berüchtigte letzte auf Fehmarn. Jeder jeweils eine Palette, ging auch fix und ohne Probleme. Und dann hatte mir mein Disponent schon so weit Bescheid gegeben, dass ich auf jeden Fall nach Heiligengrabe zurückfahren soll. Ich habe dann aber trotzdem nochmal angerufen, einfach um zu fragen, was genau ich jetzt bekomme, weil ich brauche ja die Tour und die dazugehörige Ladenummer, um mich dann in Heiligengrabe am Terminal anmelden zu können. Und dann hatte er mir die Option gelassen, es gibt 2 Touren und er hat auch schon die jeweilige Folgetour sich überlegt. Und ich habe mich dann so entschieden, dass ich zuerst die etwas straffere nehme. Also wo ich mich ein bisschen beeilen muss, wo ich auch eine kurze Pause machen muss, ansonsten schaffe ich das nicht. Dafür aber hoffentlich jetzt gegen Ende der Woche alles ein bisschen besser läuft und die wohl auch an sich günstiger liegt. Also in Heiligengrabe angekommen, wurde ich dann beladen und ich hatte mir ja vorher schon mal die beiden Kunden angeschaut und war dann recht sicher, wie das dann aussehen wird, also dass der erste Kunde wohl nur wenig bekommt und der zweite gefühlt den kompletten Auflieger. Und so war es dann auch. Also gerade der zweite Kunde hier in Georgensgmünd, der bekommt allgemein immer sehr viel Ware. Ist auch ein Klassiker, also das bin ich selber schon sehr, sehr oft gefahren, die Tour. Und ich hatte damit gerechnet, dass dann der erste Kunde in Nürnberg vielleicht so eine Palette mit Laminatboden oder vielleicht Sockelleisten bekommt, also nichts Großes. Weder vom Volumen noch vom Gewicht her. Irgendwas, was eben noch so ein bisschen mit drauf passt. Und zu meiner Überraschung und das, was letztlich auch sehr gut war,
habe ich dann gerade mal 2 Pakete mitbekommen. Und da war für mich auch sicher, dass ich das zeitlich eigentlich, wenn ja, nichts mit Stau oder so dazwischen kommt, sehr gut halten können muss. Warte mal, was war das gerade für ein Deutsch? Sehr gut halten können muss. Man kann so anders sagen, sehr gut halten kann. Genau. Also, dass es klappen müsste. War mir aber dennoch nicht sicher, ob das wirklich so tadellos beim ersten funktioniert. Das ist ja, nicht immer garantiert, dass es schnell geht, auch wenn man nur 2 Pakete hat. Und so ähnlich war das dann heute auch. Naja. Jedenfalls bin ich dann gestern, obwohl weniger los war, doch später aus dem Werk raus, als ich es gehofft hätte. Plus eben dann noch diese 2 Stunden, die ich in Lübeck warten musste. Da habe ich es gerade mal noch bis Potsdam geschafft, genau. Obwohl ich über Dessau hinaus wollte, bis Leipzig eigentlich. Ja, daraus war dann eben nichts geworden. Und dann habe ich mir um 10 Uhr, also gegen 22 Uhr, einen Parkplatz noch gesucht. Wusste oder kannte zum Glück noch einen, der ein bisschen abseits der Autobahn liegt, den eher weniger Leute finden, weil um die Uhrzeit brauchst du es auf der Autobahn nicht mehr probieren. Und da bin ich dann noch fündig geworden. Also zumindest das hatte dann gestern noch ganz gut funktioniert. Ja, heute früh, dann nach 9 Stunden Pause, ich musste verkürzen, sonst hätte ich das nicht geschafft, ging es dann direkt weiter. Und dann war ich vor uns gegen 13.30 Uhr in Nürnberg gewesen und hatte mir schon überlegt, dass ich aufgrund dessen, dass es halt nur 2 Pakete sind, ich mit Jünger Armschnalle und reinlaufe und die so abgebe. War auch gut, dass ich mich nicht anstellen musste. Also einer wurde gerade drin abgeladen, der andere hatte sich draußen noch angestellt. Ich habe da bloß fix geparkt, bin rein. Ja, und wie ich so ein bisschen mir denken konnte, ging das nicht so glimpflich ab, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also der Staplerfahrer, der nicht wirklich beschäftigt war, hatte mich dann erstmal reingeschickt zum nächsten Kollegen. Der meinte dann, er wäre nicht dafür verantwortlich, ne? Er hat gerade irgendwie Besseres zu tun oder er will es nicht machen. Der war auch irgendwie ein bisschen pissig, auch wenn ich recht nett zu dem war. Wüsste nicht, was ihn jetzt hätte erzürnen müssen, aber auf jeden Fall war er nicht gut auf mich zu sprechen. Und dann stand ich halt da erstmal ein bisschen rum, bis dann irgendwie so ein dritter Mitarbeiter kam. Der kam halt aus dem Nichts heraus und da habe ich mir gedacht, komm, fragst du den mal, wie es denn aussieht, ob er mir den Lieferschein unterschreiben kann. Und da fragte er bloß ganz nett, ob es wirklich bloß die beiden Pakete sind, die ich da abgestellt habe. Das habe ich bejaht. Ja, und innerhalb der nächsten 10 Sekunden hatte er den Zettel abgestempelt, unterschrieben und ich war wieder unterwegs. Also das ging wirklich ruckzuck. Er hat die Pakete gesehen und abgestempelt, unterschrieben und das war's. Es war ja auch nicht mehr. Das ist ja eben das. Mehr habe ich ja nicht verlangt. Ne? Ich habe es denen ja sogar reingetragen. Also das stand schon an Ort und Stelle, wo es hingehört. Egal. Vollkommen egal. Es ist halt so. Ja. Alle guten Dinge sind 3. Das wurde da wieder mal bestätigt. War aber an sich halt unnötig. Naja. Aber so konnte ich es mir schon wieder denken, dass da manche Fass aufmachen wegen 2 Paketen. Das ist halt leider manchmal so. Am liebsten hätte ich es den irgendwo in die Ecke geschmissen oder wieder mitgenommen, aber das kannst du leider auch nicht machen. Das, ich meine, manche Kunden haben es echt verdient, dass man es einfach irgendwo in die Gegend schmeißt. So nach dem Motto, weißt du, juckt mich nicht, ihr könnt mich mal kreuzweise, aber ich brauche halt die Unterschrift, dass ich es wirklich abgegeben habe. Ja, naja, jedenfalls dann weitergefahren, hier bis nach Georgensgmünd. Und da konnte ich jetzt auch sofort auf den Platz fahren, wurde abgeladen und das war auch jetzt im Handumdrehen erledigt. Ich hatte erst die Sorge, falls sich das alles ein bisschen hinzieht, dass ich es bis zum, also nicht bis zum Ende der Warenannahme schaffe, also innerhalb der regulären Annahmezeiten. Und da hätte ich zur Not halt hier angerufen. Also gibt ja einige Kunden, mit denen kann man das auch immer mal noch ausmachen. Da ruft man kurz vorher an und sagt halt Bescheid, dass man etwas später kommt, ob es noch möglich ist. Und dann kann man mit denen das immer noch mal individuell so ein bisschen abklären. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob die schon lange auf die Ware warten, ob man wirklich viel bringt.
Ob das irgendwie gerade begehrtes Zeug ist, ja, oder teilweise auch sehr wertvolle Ware, dann ist da immer mal noch ein bisschen was möglich. Nicht überall, aber ich sag mal so, die meisten lassen da wirklich mit sich ein bisschen sprechen. Was halt eigentlich jeder nicht leiden kann, ist, wenn man dann einfach so aus dem Nichts heraus auftaucht, eine Stunde später und sagt, so, ich habe ja noch was. Und deswegen ein Anruf, der kann da schon wirklich viel bewirken, war hier jetzt aber nicht möglich, wollte ich gerade sagen, nicht nötig, so rum. Also in Georgensgmünd, ich habe bloß die ganzen Sachen hinten auf dem LKW drauf, oder auf dem Auflieger draufgeschmissen. Ich wollte in Erlangen aufräumen und so habe ich es dann auch gemacht. Und der Vorlader hatte mir dann schon Bescheid gegeben, dass mein Auflieger schon fertig beladen und gegurtet dasteht. Da musste ich da zumindest nichts mehr machen. Und dann habe ich mir vorne aus der Dokumentenbox vom Auflieger mal die Papiere rausgekramt mit der Tourenübersicht. Und da verging mir so ein bisschen die Freude. Ja, weil jetzt doch noch mal ein bisschen was ansteht. Also ist schon ein recht straffes Programm. 11 Kunden insgesamt und die könnten besser liegen. Also mal schauen, was das heute wird. Also ich fahre jetzt erstmal zum ersten Kunden nach Saalfeld. Da bin ich vor 8 Uhr auf jeden Fall da. Ich hoffe mal vor allen anderen auch. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Weil allzu viel Zeit habe ich heute nämlich nicht. Also ich müsste wirklich ranklotzen. Und nach Möglichkeit hintereinander weg alles abladen, damit das soweit klappt. Ich bin beim ersten Kunden angekommen. Ich habe vorne gedreht. Vorne ist nochmal die Warenannahme von einer anderen Firma und da ist genug Platz, da sind Rampen. Da kann man also ordentlich umdrehen. Dann schiebt man hier ein bisschen hinter und dann passt das. Und glücklicherweise bin ich hier alleine. Also wirklich bisher noch komplett alleine. Ich bin ja noch 20 Minuten eher jetzt angekommen als die Anfang. Und es steht auch sonst keiner vor mir. So. Und dann habe ich mich gerade nochmal daran erinnern können, wie gut ich es eigentlich trotzdem habe. Also das ist an sich Jammern auf hohem Niveau. Ist halt schon blöd. Ich hatte mir schon was anderes drunter vorgestellt, wo André mir so ein bisschen davon erzählt hatte. Er hat halt die entscheidenden Details ausgelassen, dieser Arsch. Also man kann den Leuten echt nicht trauen. Aber an sich ist das hier ein Spaziergang, die Tour. Also, wie gesagt, gerade in Saalfeld, ich habe mich wieder daran erinnert, wie oft ich hier schon Gartenhäuser angeliefert habe, gerade hier in der Region und gerade auch hier in der Ortschaft. Oder wie oft ich hier auch mit Holz unterwegs war, wo man auch mehrere Kunden hat, wo man beide Seiten aufmachen muss, wo man mehrfach auch wieder frisch gurten muss. Weil die von beiden Seiten das an verschiedenen Stellen runternehmen und hör mir auf, was ich da schon teilweise geflucht habe. Und von daher, da ist das hier nichts dagegen. Oder gerade auch die Gartenhäuser. Gut, da ist halt der einzige Vorteil und das ist jetzt ein bisschen, oder wird wahrscheinlich das Nervige daran, ich muss mich immer wieder neu anstellen. Und mit den Gartenhäusern ist man normalerweise immer sofort dran, man entlädt sich selber, man steht eigentlich auch keinem anderen LKW im Weg. Auch da gab es hier und da immer mal schon so Fälle, wo man ein bisschen schauen musste, weil der eine hat halt irgendwie andere Baustoffe noch angeliefert, dass es dann trotzdem passt. Aber ja, man bestimmt halt selber das Tempo. So. Dafür muss ich jetzt auch keine Kunden anrufen, ne, die ich überhaupt auch erstmal erreichen können muss. Ne, wie viele da nicht ans Telefon rangehen, ist teilweise erschreckend. Der Ärger bleibt mir auch erspart. Ich muss in keine engen Straßen reinfahren. Also normalerweise, ich habe mir die Kunden angeschaut. Es gibt auch hier und da natürlich immer mal Zufahrten zu irgendwelchen Warenannahmen. Die haben es echt in sich. Und auch die Warenannahmen selber sind dann so zugestellt. Also die wenigsten Baustoffhändler und Baumärkte haben Platz. Aber an sich ist es halt immer so dimensioniert, dass man mit dem LKW ganz gut hin und weg kommt. Der Tag wird echt immer besser. Es geht richtig gut los. Ich war drin am Abladen, dann hatten sich mittlerweile schon zwei LKWs angestellt hinter mir. Unter anderem auch einer von Prolox. Und dachte mir, sieh mal einer an, wenn man so alles trifft.
Und wie ich dann fertig war und rausfahre, habe ich schon am Aufliegerkennzeichen erkannt, na, das ist doch einer aus Andres Fuhrpark. Weil wir teilen uns ja in der Regel immer dieselben Auflieger. Die werden ja immer verschieden durchgewürfelt, aber man zieht normalerweise immer die gleichen. Und dann hatte ich auch das Kennzeichen vom LKW gesehen, konnte aber nicht genau zuordnen, wer das jetzt ist. Und jedenfalls hatte der Fahrer die Scheibe runtergemacht, hatte sich schon so rausgelehnt und so ein bisschen signalisiert, ne, er hätte jetzt Lust mit mir ein bisschen zu reden. Schon so rausgebeugt, guckt mich an, ich erkenne den und ich gucke den an und fahre einfach bloß langsam so demonstrativ an ihm vorbei. Geil, absolut geil. Weil das ist nämlich einer der Kollegen, den habe ich schon öfters mal gegrüßt. Ich habe das ein-, zweimal probiert und habe dann irgendwann begriffen, der grüßt nicht zurück. Der hat da kein Interesse dran. Ich meine, bloß mal ein Hallo. Man läuft sich in Erlangen oder sonst wo aneinander vorbei und man kommt sich entgegen. Müsste doch für ein einfaches Hallo reichen. Ist bei dem in der Regel nicht drin gewesen. Und deswegen habe ich mir gerade so gedacht, weißt du was, bei jedem Antritt hätte ich angehalten, aber bei dir nicht, ey, das kannst du vergessen. So nett bin ich jetzt nicht und ich hoffe es wirklich und ich kann es mir gut denken, dass er sich jetzt von mir denkt, boah, was für ein Arsch, Alter, hätte ich am anhalten können. Nee, mach ich nicht. Oh, das freut mich gerade richtig, ey. Ach, ist das schön. Weil es gibt nur mal solche Kollegen, das sind halt so ein paar Eigenbrötler und die sind immer so ein bisschen mürrig und allgemein immer schlecht drauf und die ziehen da eine Fresse und so. Ne? Und ist halt nicht immer nötig, würde ich mal behaupten. So, das war halt gerade mal eine gute Gelegenheit, ihm auch mal zu zeigen, was ich dann offensichtlich von ihm halte. Ja, oh, geil. Also, der Tag, es geht gut los. Ich frage mich gerade, warum ich mich so aufgeregt habe. Warum ich so schlecht drauf war. Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Geil. Ich meine, wenn er jetzt Hilfe gebraucht hätte oder so, dann bin ich auch nicht so. Ne? Also, versteht mich da nicht falsch, aber es gibt halt so Kollegen, die fahren immer die Ellenbogen aus und warum soll ich es anders machen? Ich irgendwann, ein, zwei Mal probiere ich das und irgendwann gebe ich es dann auch auf und dann ja, ist mir das dann eben auch egal. Wenn es natürlich richtig gut läuft, dann hängt der heute den ganzen Tag hinter mir. Wobei, es wäre dann auch in dem Sinne unfair, das hat er noch nicht verdient, er ist halt unfreundlich, das war's. Der soll mal ruhig seine Kunden schaffen. Also alles in Ordnung. Ach, hör doch auf, da kommt der nächste vom Prolox. Was ist denn hier los, ey? Leute, wir sind ja in Saalfeld, Alter. Das ist ja quasi Ende der Welt. Noch ein Prolox-LKW. Ich bin gerade zum zweiten Kunden abgebogen. Da habe ich den vor mir gesehen. Und mein Glück war jetzt, er hatte sich gerade erst angemeldet und musste halt selber noch ein bisschen die Ware entgurten, Plane aufmachen. Währenddessen bin ich rein, habe mich auch angemeldet und ich habe halt bloß eine Palette gebracht und da sagte dann der Staplerfahrer zu mir, ja dann mach auf, dann nehme ich dir die mal noch schnell runter, weil das beim Kollegen kann dauern, der bringt recht viel. Super geil. Also war ich jetzt innerhalb von 5 Minuten durch. Hab fix und alles zusammengepackt und dann geht es jetzt weiter. Ja, und das war jetzt einer der Kollegen, den habe ich auch gegrüßt. Also der hat mich auch gegrüßt, der ist so recht schnell, also das passt schon. Ja, wenn es doch immer so wäre. Also auch der Typ in der Wache, der war ultra nett und super locker drauf, so habe ich das gerne. Sonst wäre ich jetzt nicht so schnell wieder unterwegs. Das ist mal sicher. Er sagte auch immer. Ich habe mich dann nochmal bei ihm ausführlich bedankt. Und das halt nochmal untermauert, dass es eben nicht normal ist. Ja, das macht nicht jeder. Und da meinte er bloß so scherzhaft, ja, ich bin ja auch nicht jeder. Ach, das ist doch schön. So macht's Arbeiten Spaß. Und so kommt man mit solchen Leuten auch voran.
zufrieden. Denn nein! Ach, ich dachte gerade schon. Ich habe mich gerade gewundert, hier fehlt da was in der Scheibe. Jetzt ging scheinbar so der Wind, da hat es mir den Wunderbaum weggeweht. Aber der liegt hier vorne drinne. Der ist hier unten, man sieht das Orange hier. Den muss ich gleich wieder dran machen. Der wäre mir schon mal fast abgehauen. Da ist auch schön der Wind durchgepfiffen. Hätte man fast dran glauben müssen. Naja, der ist auch mehr ziert, als dass er irgendwas noch bringt. Aber mittlerweile gehört er einfach zum Inventar. Und, wäre schade. So, was wollte ich sagen? Ich habe Leipzig geschafft. Glücklicherweise. Also das lief heute richtig gut. Bis auf einen Kunden musste ich sonst nirgendwo warten. Und selbst der eine in Zeit, das waren 20 Minuten vielleicht. Also auch nicht die Welt. Sehr, sehr gut vorangekommen. Hätte ich selber überhaupt nicht mit gerechnet. Ich gehe ja nicht unbedingt vom Schlimmsten aus, aber ich sehe es immer realistisch. Und ja, dass man hier und da immer mal stehen bleiben muss, das ist eigentlich gang und gäbe. Dass es wirklich so gut läuft, ist natürlich toll. So, jetzt bin ich allerdings sogar so gut in der Zeit. Eventuell schaffe ich sogar noch den 8. Kunden in Riesa. Allerdings auch nur, wenn die bis 17 Uhr noch Ware annehmen. Dann würde ich dort die eine Palette noch abgeben und dann ist er wirklich Feierabend. Dann bleibe ich in Riesa stehen. Ich will dort sowieso parken. Ob ich das heute abgebe oder morgen, ist vollkommen unerheblich. Ich werde dort stehen bleiben und nicht weiterfahren. So, würde mir natürlich für morgen noch etwas Luft verschaffen. Wäre natürlich geil. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe das erledigt, was ich erledigt haben wollte. Weil wenn Leipzig noch gefehlt hätte, das wäre morgen scheiße geworden. Ohne Frage. Und das Schlimmste habe ich ja eigentlich noch vor mir. Der Kunde in Dresden. Weil ich kenne den und ich weiß, dass es da regelmäßig nicht gut läuft. Also ich rechne eigentlich schon fest damit, dass das morgen dort ein bisschen in die Hose geht. Es hat an gestern tatsächlich noch geklappt, also ich konnte die eine Palette in Riesa abgeben. Und dann habe ich eine Straße weiter dann direkt Pause gemacht. Bin dann heute früh so losgefahren, dass ich auch pünktlich zu Beginn in Meißen bin. Dort die eine Palette abgegeben, direkt weiter nach Dresden und wie angenommen, durfte ich mich dann erstmal hinten anstellen. Also der Kunde entschleunigt doch fast immer. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 Stunden hat es gedauert. Dann konnte ich wieder weiter, wovon ich vielleicht 15 Minuten abgeladen habe. Obwohl die von allen am meisten Ware bekommen haben. Aber zumindest hat das dann doch noch ganz gut geklappt.
Und dann bin ich weiter nach Lauchhammer. Und das, also das ging richtig flott. Die haben die letzten beiden Paletten bekommen. Das war aber ja wenig Ware. Die standen noch aufeinander. Das waren vielleicht irgendwas um die 250 Kilo. Also nicht der Rede wert. Und der hatte mich halt gefragt, dadurch, dass die wenig Platz hatten, wie wir abladen wollen. Ob er von der Seite ran muss oder ob wir es eventuell so machen können. Ich mache hinten die Türen auf. Und dass er das Ganze da runternimmt. Und da habe ich ihm halt gesagt, er soll mir einfach einen Hubwagen raufgeben. Dann ziehe ich den hinter, das wäre so kein Problem. So war es auch für mich deutlich entspannter. Ja, und wie ich dann wieder die Türen zumache, hatte er mir schon den Lieferschein unterschrieben wiedergegeben. Also das war wirklich ein Handumdrehen erledigt. Keine 5 Minuten und ich war komplett leer. So. Dann hatte ich schon nachgefragt, also die Anschlusstour, die ich bekomme, die wäre jetzt ab Mittweida oder die ist auch ab Mittweida. Wäre deshalb, weil ich jetzt dran vorbeifahre und mir die erst am Montag abhole. Mir wurde halt gesagt, ich soll das mit dem dortigen Vorlader abklären, wie wir es machen, weil die Tour ohnehin erst frühestens 14 Uhr begonnen wird. Also eher fangen die mit dem Beladen nicht an. Und zur Not hätte ich dann solo, also ohne Auflieger, zurück zum Hof fahren sollen. Und da meinte jetzt eben der Vorlader André, dass die noch nicht mal mit der vorhergehenden Tour fertig sind. Also er ja, hat mir dann gleich gesagt, fahr am besten bis Grimmitschau durch und bring mir den Auflieger am Montag. Also da kann ich mir den kleinen Umweg jetzt sparen. Weil die Tour, ja, bis die fertig ist, vergehen eh noch einige Stunden. Und ihm bringt das mehr, wenn ich den Auflieger am Montag dann an eine der freien Rampen ranstelle. So hat er dann ein bisschen weniger zu tun. Also da spart er sich das dann eben. Da nochmal irgendwie den Auflieger bewegen zu müssen. Und ich kann dann den fertigen Auflieger, der dann vielleicht sogar schon gegurtet ist, am Montag einfach abholen. Und so haben wir alle ein bisschen mehr davon. Also das ist dann in dem Sinne die insgesamt bessere Lösung. Ja, und so mache ich es auch. Also ich fahre jetzt schön im strömenden Regen zurück zum Hof. Und dann geht es am Montag sehr, sehr früh wieder weiter. Ja, und damit bin ich am Ende. Und dann bis zum nächsten Mal.